Weswegen? Unbekannter. Shepard, gute Arbeit auf Freedom's Progress. Leider konnte uns der Quarianer, den Sie zurückgebracht haben, keine nützlichen Informationen geben. Er ist zu verwirrt. Wir überstellen ihn der Migrantenflotte. Viel wichtiger ist die Bestätigung, dass die Kollektoren tatsächlich hinter den Entführungen stecken. Wer sind die? Sagen Sie mir, was Sie über diese Kollektoren wissen. Sie reisen regelmäßig in die Terminus-Systeme, auf der Suche nach scheinbar unwichtigen Gegenständen oder Probeexemplaren. Meist im Austausch gegen Technologie. Wenn Ihre Transaktionen abgeschlossen sind, verschwinden Sie so schnell, wie Sie gekommen sind, zurück durch das unerforschte Omega-4-Portal. Bisher gab es keine Beweise für direkte Angriffe durch die Kollektoren. Die Bedrohung ist real genug. Die Kollektoren sind fraglos ein Feind der Menschen. Aber woher wissen wir von einer Verbindung zu den Reapern? Ihr Augenmerk richtete sich erst auf die Menschheit, nachdem sie und die Flotte der Menschen die Sovereign zerstört hatte. Die Entführungen hängen zusammen, auch wenn die Allianz und der Rat das nicht glauben wollen. Ich werde nicht warten, bis die Reaper losmarschieren. Wir müssen den Kampf zu ihnen bringen. Einverstanden. Ich warte ungern, aber ich brauche ein Team, und zwar ein gutes. Ich habe bereits eine Liste mit Soldaten, Wissenschaftlern und Söldnern zusammengestellt. Sie bekommen Dossiers über die Besten davon. Sie zu finden und davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen, dürfte nicht einfach sein. Aber sie sind eine geborene Führernatur. Ich kümmere mich weiterhin um die Kollektoren. Wenn sie das nächste Mal auftauchen, gebe ich ihnen und ihrem Team Bescheid. Seien sie bereit. Okay, ich könnte jetzt noch jede Menge Sachen durchsprechen, aber das lasse ich jetzt mal, denn gleich kommt eine epische Szene und da freue ich mich schon seit Beginn drauf. Sie sind für die Kollektoren zuständig und ich sorge dafür, dass mein Team bereit ist. Gut. Zwei Dinge noch, bevor Sie gehen. Erstens. Fliegen Sie nach Omega und finden Sie Morden Solis. Er ist ein brillanter salarianischer Wissenschaftler. Unseren Informationen zufolge könnte er wissen, wie man gegen die lähmenden Siegerschwärme der Kollektoren vorgehen kann. Und das Zweite? Klingt gut. Und was noch? Ich habe einen Piloten, der Ihre Zustimmung finden könnte. Er soll einer der Besten sein. Einer, dem Sie trauen können. Joker! Hey, Commander, wie in alten Zeiten, was? Ich glaub's ja nicht, Joker! Das sagt der Richtige. Ich hab gesehen, wie Sie gestorben sind. Ich hatte Glück, die Sache hat jede Menge Haken. Wie sind Sie hierher gekommen? Ohne Sie brach alles auseinander, Commander. Von allem, was Sie enthüllt hatten, wollte der Rat nichts mehr wissen. Team wurde aufgelöst, Berichte eingesagt, ich bekam einen Job am Boden. Die Allianz hat mir das weggenommen, an dem mir etwas lag, deswegen ging ich zu Cerberus. Trauen Sie dem Unbekannten wirklich? Ich traue niemanden, der mehr verdient als ich. Aber so übel sind die nicht. Sie haben ihr Leben gerettet, sie lassen mich fliegen. Und dann noch das hier. Jetzt wird's episch. Sie haben es mir erst gestern erzählt. Jetzt braucht sie nur noch einen Namen. Wie könnte man sie anders nennen als Normandy? Die alte Normandy ist zurück. Nur besser. Damit hätten wir unser Schiff zurück und nun können wir mit unserer Mission, die Welt zu retten, oder vielmehr das Universum, ja, beginnen in der Normandy. Und danach wird diese erste Aufnahme erstmal beendet. Also, bring me on the Normandy. Wir wollen das neue Schiff begutachten.
Willkommen an Bord der neuen Normandy, Commander. Ich habe die Dossiers durchgesehen. Ich würde empfehlen, als erstes Morden Solus anzuwerben, den salarianischen Professor auf Omega. Wir wissen, dass die Kollektoren mit irgendeiner neuen Technologie ihre Opfer bewegungsunfähig machen. Er muss für uns eine Gegenmaßnahme zum Schutz davor entwickeln. Renegade-Option, ich hasse euch! Sie begreifen das nicht, oder? Sie führen diese Mission nicht, sondern ich. Agentin Lawsons Argument ist stichhaltig, Shepard. Ohne den Professor führt jedes Zusammentreffen mit den Kollektoren automatisch zur Niederlage. Wer sind Sie? Ich bin die künstliche Intelligenz der Normandy. Die Crew nennt mich Edi. KIs sind gefährlich. Schalten Sie das Ding ab. Ich will es nicht auf meinem Schiff haben. Habe ich Sie beleidigt? Shepard hat lange gegen abtrünnige VIs gekämpft, zumeist Geth. Und dann der Vorfall mit dem Hannibal-System der Allianz auf Luna. Ihr Misstrauen ist logisch, Shepard. Im Gegensatz zum irrationalen Misstrauen der meisten Menschen. Dennoch bin ich weder für Sie noch für sonst jemanden eine Bedrohung. Ich beobachte und biete Analysen und Ratschläge an. Mehr nicht. Freut mich zu hören. Da wir nun geklärt haben, wer das Sagen hat, sollten wir uns mit den Dossiers beschäftigen. Letzte Startvorbereitung abgeschlossen, Commander. Wenn Sie bereit sind, wählen Sie auf der Galaxiekarte im KIZ ein Ziel aus. Ich berechne dann einen Kurs. Jacob und ich sollten jetzt auf unsere Posten gehen. Kommen Sie zu uns, falls Sie Fragen haben. Okay, jetzt wird uns hier erklärt, wo wir alles finden, aber das weiß ich alles. Und, gut, Leute, das war die erste Aufnahme von Let's Play Mass Effect 2. Wir speichern jetzt hier nochmal. Und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme, wenn wir mit Joker reden und mit unseren Crewmitgliedern und unser erstes Ziel auf der Karte auswählen. Also bis dann, Leute, haut rein und tschuasen.